Wenn gerade mal kein Held in der Nähe ist, um eure Probleme zu lösen. Na jedenfalls, die Ansprüche der Quests werden noch steigen. Ist halt nur eine Frage der Zeit. Ne? Wir sind ja nach wie vor noch immer am Anfang. Wir haben jetzt erst den Hinweis bekommen, hey, draußen wartet auf dich eine furchtbare, grauenhafte Welt, voller Abenteuer und Geschehnisse und alles voll wichtig und Gedöns. Ne? Aber wir kommen ja auch kaum irgendwie weit, weil ich ja ständig irgendwie abgelenkt werde von irgendwelchen kleinen Nebenmissionen, ne? So, also holen wir mal das Bürgerfleisch hier. Hier holen wir uns mal das glänzende Licht. Für das heilige Licht! Und dann mal gucken. Wenn wir dann die Quest abgeben gehen, holen wir dann das Trinken für den Totengräber. Das ist also der Metzger, ja? Wo sieht er jetzt tatsächlich hier nochmal rum? War ich doch eigentlich schon fast da. Ich war fast da. So, einmal rein in die gute Stube. Hallöchen, Herr Metzger. Da haben wir frisches Fleisch. Ist das schon das, was wir brauchen? Weiß nicht. Da haben wir auch nochmal einen Buchständer. Alles einfach mal mitnehmen. Noch irgendwas? Nö. Also hier ist Fass, aber sonst nicht so viel. Jetzt habe ich das abgeschlossen. Ich könnte da theoretisch dann gleich die Quest abgeben. Achso, ich sehe, da wäre auch nochmal ein Eingang gewesen. Na gut, das passiert, wenn man es nicht sieht. Die labern auch irgendwas von Geld oder Leben. Weil ich nehme euer Geld und euer Leben. Also ich bin da ja nicht so. Ich bin da eigentlich sehr gierig. Gerade was das Geld angeht. Wer bist du denn? Uruksha Marodeur. Darf's sterben. Ich muss noch weiter nach links. Sind aber echt hier so willkürlich einfach mal verteilt, so irgendwelche Banditen. Laufen sie auch noch einzeln hier herum. Das geht auch nicht. Also wirklich, das geht auch nicht. Könnte ja jeder kommen. Was war das denn? Hat er hier in die Luft geschlagen hier? Wohin auch immer. Der Gegner. So, darf ich mal hier aufsammeln? Es gibt nichts zu aufsammeln, verdammt. Geh weg. Es sind schon stärkere Gegner, die sind schon Level 7. Ja, also wir sind ja auch Level 7. Die sind auf unserem Level. Haben wir gar nicht mal so viel verkehrt gemacht, wahrscheinlich. So, muss ich da runter? Ach, hey, je. Ein Schwarzbär in Spee. Der aber wenig Schaden macht. Ich glaube, hier sind wir ansatzweise richtig. Was sollten wir hier nochmal? Jetzt vergessen. Das. Nein, dich sollte ich nicht töten, oder? Ich töte dich auch trotzdem. Ich bin da ja nicht so. Ich liebe die Schmerzen anderer. Und ich erst. Helm der Knechte. Noch mal irgendwas? Da ist hier bestimmt irgendwas, was wir machen sollten. Ich hab's echt vergessen, was wir hier sollten. Also total. Was willst du denn, kleiner Köter hier? Ist doch nicht wahr. Kommt der Wolf an, während ich den Bären hier kille? Weißt du, der Wolf müsste theoretisch so denken, so Scheiße, das Ding hat einen Bären getötet. Warum greife ich es eigentlich an? Dieses Ding. Man nennt es Dämon. Ah, naja. Das ist halt die Intelligenz von Wölfen. In diesem Spiel. So, dann können wir auch schon fast wieder rausgehen. Wir können... Nein, ist nichts weiter. Gut. Ist ja gut. Steht da einfach direkt ein Goblin hier am Ausgang. Ich will doch hier nur gucken, was haben wir denn hier?
Jede Menge Wölfe. Da hinten haben wir ein Goblin-Schaman. Uiuiui, jetzt haben wir auch noch verschiedene Klassen hier. Er ist auch schon ein seltener Gegner. Und das ist ja immer lohnenswert, die zu töten, weil die geben auch mehr Erfahrungspunkte und generell mehr Loot und Gedöns. Ja, das ist jetzt hier ein ganz normaler. Das andere war auch ein normaler, das war nur Level 9. Ja, das laber ich eigentlich. Ich meine, es gibt natürlich auch die seltenen Gegner, aber echt selten sind die. Wenn ich mir nicht irre. Ja, ist ja gut. Mädels. Ich wollte jetzt keinen Swingerclub eröffnen. Ihr dürft gehen. Ja. Also die Dämonin hier, die spricht einfach wahre Worte. Die Gegner dürfen froh sein, wenn ich sie von ihrem Elend einfach erlöse. Da, das hier ist so ein geseltener Gegner. Der ist auch blau. So. Dann hätten wir das soweit. Warum auch immer ich jetzt hier nochmal lange gegangen bin. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich es kann. Töte ihn. Was siehst du? Wir haben den einen Kameraden inzwischen auch schon verloren. Hier haben wir ein Grab. Sollen wir das öffnen? Störe meine Kreise und erlebe deinen Untergang. Ja, dann öffnen wir. Herr Markus von Endlich. Ein Skelett. Oder ein Zombie. Mehr Zombie als Skelett. Oh, der macht aber auch ordentlich Damage. Der macht wirklich ordentlich Damage. Scheiß Goblin hier, der mich mehr nervt. Ich würde jetzt eigentlich gerne mein Dingens casten. Deswegen habe ich hier gerade so ein bisschen. Nein, nicht die Flucht ergriffen, aber halt bin ich ein bisschen weiter weggegangen. Zombie ist ja wirklich sehr lahmarschig und jetzt hat er sowieso keine Chance mehr. Endlich Frieden. Labe dich an meinen Habseligkeiten. Na, siehste, und da soll noch einer sagen, Gräber öffnen bringt Unglück. Jede Menge Zeug. Das ist auch noch so ein Schamane. Er beschwört einfach mal irgendwelche Kreaturen von irgendwo her. Du bist ja also der Obermotz. Mach dich schon mal auf was. Naja, Obermotz ist ja eigentlich nicht, aber okay. Lass es mal gelten. Ja, wenn es hier so weitergeht, sieht das echt so aus, als würde ich eine Quest hier so ein bisschen fehlschlagen, weil. Naja. So viel Leben von dem hier ist nicht mehr. Aber ich weiß es nicht, ist das jetzt eine nur der. Sein Begleiter oder sowas, der gestorben ist? Oder wie? Oder was? Oder hä? Aber wir haben gleich die nächste Stadt erreicht. Da gehe ich jetzt gleich nochmal hin. Ne? Weil vielleicht gibt es da eine Quest, wo ich da halt zur anderen Stadt wieder hin soll und sowas. Kleinkram hier mal kurz erledigen, sonst laufen die mir wieder hinterher. Das muss auch nicht sein. Na, aber so langsam halten sie echt mehr aus. Was ja auch gut ist. Ich meine, dann kriege ich wahrscheinlich sowieso gleich wieder irgendwie ganz tolle Ultrawaffen und sowas. Aber so, jetzt fürs Erste ist es schon fast eine Herausforderung. Wie jetzt hier zum Beispiel der Zombie von eben. Was ich gut finde. Muss ja nicht immer alles so poke einfach sein. Der attackiert mich noch. Ich sehe das manchmal nicht. Frag mich nicht warum. So, darf ich jetzt mal hier in die Stadt gehen? Nein? Also Nebenquest gibt es hier schon mal. Das ist schon mal schön. Oder etwas Leder nicht gedroppt. Nehme ich mal erstmal mit. Wahrscheinlich kann ich das eh wieder nicht benutzen. Ich habe ja so ein Dropflip. Städte sind mir ein Greu. Weil der Lärm. Gestank, das Gedränge. Ja, ist gut. Ja, Lucretia. Schön ist dagegen doch die Hölle. Ja.
tötet 20 goblinische Blutschurken und brecht die Belagerung des Handelspostens. Ich bin Fritz Schäfer. Fischer ist Fritz, fischt frische Fische. Besitzer dieses Handelspostens, seit Wochen werden wir von diesen grünen Bestien belagert. Und langsam wird die Lage kritisch. Wir warten seit geraumer Zeit auf Hilfe und auf Schönblick. Verdammt. Aber nichts ist passiert. Ihr seht aus, als könntet ihr der Situation Herr werden. Bitte vernichtet 20 dieser goblinschen Blutschurken und ich werde mich erkenntlich zeigen. Das hört sich an, als könnte es ganz amüsant werden. Und blutig. Vor allem blutig. Oh ja, vor allem blutig. Auch hier, ne? Gandalf gibt's auch hier. Steht jetzt nicht nur in der Stadt herum, wo wir ihn her haben. Nein, der ist jetzt auch irgendwie in fast jeder Stadt. Was ja okay ist. Ja, und wir haben da jetzt zum ersten Mal halt so eine Quest, so man kennt sie vielleicht aus WoW, tötet 20 hiervon, 30 davon. Und davon gibt es dann später definitiv noch einige mehr. Jetzt habe ich schon wieder Heiltrank getrunken. Ich sollte mal echt wieder neue Heiltränke kaufen, damit das dann nicht zu oft passiert. Vielleicht. Ich sollte erstmal den Deppen hier abgeben. Bevor ich jetzt irgendwie großartig was anderes mache. Die besser kämpfen. Ne? Weil sonst laufe ich hier noch 50 Mal mit denen herum. Und es kommt quasi zu nichts. Also wirklich zu nichts. Und die Quest ist dann auch fehlgeschlagen, weil den Escort-Deppen hat tot. So, unseren ersten Schurken. Whoop-dee-doo. Hier auch nochmal so ein Schamane. Ganz wahrscheinlich sonst nur im Weg läuft. Da kommen jetzt auch schon wieder viele Goblins. Komm, jetzt sammel's ein. Sie will es nicht einsammeln hier. Wenn ich das auch noch schleppen soll, gibt's Tote. Ach, mein Inventar ist voll. Ja, super. Das ist natürlich unschön. Das ist echt so voll. Alter Schwede, ist das voll. Billige Beinschienen. Man könnte das mit Sicherheit zu Gold machen. Ja, dann. Aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Dann lasse ich das mal liegen. Ich bin da mal so frei. Ich habe auch schon wieder irgendwann Level abgemacht. Ja, wo ist mein... So da ist er. Der läuft manchmal hier so ein bisschen umher und du denkst nur so... Schleppen soll, gibt's Tote. Wo ist er denn jetzt? Nieder mit den Orks und den Goblins erst recht. So, einmal ist Gold, was hier so rumliegt vielleicht. Ja, jetzt zwei Blutschurken. Ein Schamane. Das war ein Schamane. Ist noch weit. Was stimmt. Haben sich die alten Götter eigentlich bei dir gedacht? Er läuft immer so weg. Ich krieg da immer so Panik. Er wird von irgendwas angegriffen. Wenn er dann so weit wegläuft und du denkst ja nur so, ich sehe ihn nicht. Und so weit, ne? Und man weiß ja nicht, was da so außerhalb des Bildschirms dann passiert manchmal. Ne? Und dann stehst du dann da und denkst dir so, warum? Warum? Was haben sich die alten Götter eigentlich bei dir gedacht? Mein Rucksack ist bereits proppevoll. Ja, ja, ist gut. Du sollst ja auch eigentlich nur das Gold aufsammeln. Dann müsste ich dir sagen, sammel nur das Gold auf. Ich weiß. So, da hinten haben wir auch wieder einen etwas stärkeren. Der muss leider sterben. Aus Gründen.